Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe von Binding of Isaac Afterbirth. Ich würde sagen, ich bin am Überlegen, ob wir jetzt Challenges machen oder ob wir jetzt nochmal fix einen Run machen. Eigentlich habe ich noch Lust auf einen Run mit euch. Und zwar würde ich gerne mit Lilith mal einen normalen Run machen mit euch. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Und Curse of the Blind. Fängt ja super an. Ja, und ich möchte vor allem halt mit euch einen speziellen Boss erreichen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Also eine spezielle Spezialität, die mit Afterbirth neu hinzugekommen ist. Wird wir den auch schon mal gesehen haben. Den habe ich im privaten Spiel schon, habe ich den zumindest schon mal mit Azazel besiegt. Mit den anderen Charakteren habe ich den, ich glaube mit Eden habe ich den auch schon geschafft. Weiß ich jetzt aber gar nicht genau. Der ist super schwierig, noch schwieriger als Ultra Greed und Ultra Greed scheint ja schon schwierig zu sein, aber ne. So, was haben wir denn hier Schönes? Odd Mushroom. Fire Rate Up. Okay. Hier verdopple ich mal unseren Begleiter. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser hier. Oh, eine Münze. Schön. Upp. Bei den Fliegen dort oben muss man immer aufpassen. Die schießen eigentlich immer vorbei, aber man neigt ja dazu auszuweichen und rennt dadurch immer genau rein in den Schuss. Das ist immer ein bisschen fies. So, den Schlüssel holen wir uns natürlich, selbstverständlich. Und wir haben ein bisschen Zeit. Um diesen speziellen Boss zu erreichen, müssen wir Idlifs innerhalb von 30 Minuten besiegen. Sie müssen innerhalb von 30 Minuten bis unten zu Idlifs kommen. Ist nicht so möglich, ist aber ist auch nicht so einfach. Ist aber auch nicht so schwierig wie der Boss Rush. Der Boss Rush ist meist schwieriger zu erreichen als dieser neue Boss. So viel kann ich ja schon mal spoilern. Es wird halt ein neuer Boss sein. Simon springe ich natürlich rein. Secret Room ist immer schön. Und wir kommen sogar im Shop raus. Das ist gleich doppelt schön. Zwar können wir uns nichts leisten, aber wir haben schon mal einen Job erlebt. Ich werde hier absichtlich jetzt, auch wenn ich das gerne machen würde, nicht unseren Begleiter verdoppeln. Oh, das hat ja so auch schon erstens super geklappt und zweitens brauchen wir den ja jetzt für den Boss. Da muss man halt immer ganz genau überlegen, okay, wann benutze ich meine Box of Friends, wann verdoppel ich meine Gehilfen. Das ist ja nicht so wie im Greed Mode, wo man hinterher mit einer riesigen Armee von denen rumläuft, sondern das muss man halt wirklich gucken. Nichtsdestotrotz werden wir die Shops dann brauchen, auch damit wir halt sowas wie 9 Volt und sowas bekommen. Damit wir das Maximum aus unserem aktiven Item rausholen können. Das war schlecht. Aber gut. Immerhin, man kann ein bisschen besser dem Haunt ausweichen, wenn man diese Begleiter hat. Wenn man dann trotzdem noch trifft, aber Hoppala, das war knapp. Aber nicht der in direkter Schusslinie sich mit dem begeben muss. Noch mehr Tiers ab. Uiuiui. Okay, der erste Ebene ging doch schon mal recht gut von der Hand. Curse of the Lost, oh nein. So, jetzt du noch. Hier. Yeah. Zeig dich. Feigling. Ah, das war dumm und schlecht. Schlüssel. Und Sackgasse. Wir gehen natürlich auch hier in dieser Ebene wieder in den Shop. Selbstverständlich. Ich hatte jetzt fast einen großen Raum erwartet. Aber der kam ja dann jetzt hier. Upp, fuck. Okay, wir brauchen irgendwas zur Survivability. Das hilft nicht wirklich viel zur Survivability dazu, ist nur deutlich mehr Damage.
Was auch nicht unbedingt schlecht sein muss, aber je nach Raum auch ein bisschen problematisch sein kann. So ein Horn oder so wäre hiermit ziemlich schwierig gewesen. Nein! Ah. Oder sowas hier ist auch schwieriger. Gut, aber das ist allgemein mit dem Begleiter schwierig, diese Ecken. Okay, ab in den Shop. Ich würde jetzt mal unsere Judgment-Karte und dann ist Bonn war mal beide kaputt. Was machst du? Viel Lucky. Okay. Komm, Spinny, komm. Komm. Ja, du willst mich haben. Ihr wollt mich alle killen, ihr Spinnies. Ihr seid immer maximal böse. So, den Item Room haben wir schon gesehen, ne? Ja, hatten wir. Okay, dann probieren wir es gleich mit dem Boss. Oh nein. Aber ah, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Alles halb so schlimm. Haha. Ah. So, wir nehmen Mark natürlich mit. Und Brother Bobby brauchen wir auch. Wir müssen halt ja mehr Begleiter haben. Wir brauchen zusätzliche Begleiter, um stärker zu werden. Ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr risky, was wir hier machen. Aber gut, manchmal muss man das machen. Da kann ich nicht rein. Zumindest noch nicht. Ich meine, wir müssen jetzt zusätzliche Begleiter haben, damit wir mehr Begleiter verdoppeln können. Je mehr Begleiter wir haben, desto mehr Begleiter können wir verdoppeln. Macht eigentlich Sinn und ist richtig cool, solche Räume hier dann zu machen, damit. Nein! Das wird schwierig hier, dieser Raum. So, wow. Ich glaube, das war halb so Hälfte mehr Glück als Verstand. So, da vorne ist der Item Room. In den will ich mal rein. Was bekommen wir denn hier? RES nur. Achso, Magic Mushroom habe ich ja schon. Den kann ich nicht mehr finden. Nein. Okay. Wir machen einen Neustart. Fuck. Das habe ich natürlich ein bisschen verkackt, dadurch, dass ich. Mich so blöd treffen habe lassen einmal. Oder ein bisschen zu hohes Risiko eingegangen bin, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Ich finde es immer lustig, dieser eine Gegner, den wir dort hinten hatten, der bringt sich irgendwie bei mir immer gefühlt immer selbst um. Huch. Ich glaube, das wird ein bisschen den Sinn rausnehmen, weil ich ja jetzt doch wieder ein Tier habe, trotz Blindfold. Ich resette mal. Ich habe keine Lust. Ich möchte ja wirklich so den Charakter spielen, wie es gedacht ist, mehr oder weniger. Lalala. Nee, nee, so schummeln wir uns nicht zurecht. Das wäre irgendwie Technology oder so, dann hätte ich das natürlich genommen. Aber gut, ich erkenne diese Technology-Items und so und sowieso nicht so gut. Ich habe dafür kein Auge. So.
Ach, das ist ja elendig langsam gerade. Und schlecht. Noch dazu. Nein, ich will den Item Room haben. Ich glaube, ich kann noch mal resetten. Wir probieren das noch mal. So, bisher ist jetzt noch nichts passiert. Ich mache einen Reset. So. Oh nein. Auf das Item habe ich einfach keinen Bock. Tut mir leid, aber dass ich gerade so viel reset, aber es sind so echt so ein paar Dinge, da habe ich echt keinen Bock drauf. Habe ich echt keine Lust, mich mit rumzuquälen und so. Außerdem wollen wir ja schnell sein. Das heißt, wir müssen auch wirklich einen halbwegs guten Start hinlegen. So, komm jetzt. Hier, stirb, 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 Pumps. Okay. Ich sammle natürlich ein paar Münzen, wenn möglich. Das ist natürlich auch kein schönes Start-Item, aber wir haben jetzt immerhin noch kein Leben verloren, deshalb mache ich noch ein bisschen weiter. Hier muss man, glaube ich, einfach durchrennen und hoffen, dass es man nicht getroffen wird. Also es bringt nichts viel zu versuchen, die Flammen alle auszupusten. Das funktioniert eher schlecht als es recht. Diese Räume sind auch immer etwas fieser. Aber da ist schon der Boss. Münze nehme ich noch mit und dann geht's ab in die nächste Ebene. Hallo Monstro. So. Da kriegen wir ja gut hin. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein, den Monstro hier fertig zu machen. So. Komm, 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 komm. Schön. Eine Box mit jeder Menge Stuff. Ah, eine Jokerkarte. Jokerkarte ist schön. Falls ich in der nächsten Ebene den Devil die vergeige. Curse of the Maze. Oh nein. Es gibt kaum einen nervigeren Curse als den Curse of the Maze. Ich gehe jetzt links um. Puh. Okay, ich gehe hier oben um. Vor allem, wenn man ganz oft durch einen Raum rein und raus geht, dann kann man tatsächlich die Räume ein bisschen irgendwie verschieben. Das habe ich festgestellt. Ich habe letztens das auch in einem Run nochmal wieder nachgestellt. Das zeige ich vielleicht mal bei Gelegenheit im Let's Play auch nochmal. So, jetzt haben wir Marms Kontakt schon mal. Interessant, dass die Fliegen, die dem Schwarm abgehangen werden, weil sie gefriest wurden, auf einen Schlag zurückspringen zum Schwarm. Ich werde unten den Raum mal öffnen. Ich vermute, dass das ein... so viel dazu. Ich glaube, ich verrate meine Pläne gar nicht mehr. Das Spiel hört mir zu. Und will meine Pläne ganz genau vereiteln. Spiel, wenn du mich hörst, dann gib mir... Ach scheiße, ich brauche dafür jetzt zwei Schlüssel. Jetzt weiß ich, warum ich das Teil nicht geöffnet hatte.
So, wir nutzen natürlich unsere Möglichkeiten, die wir haben. Da wir hier sowieso zwei Charges kriegen. So, bam. So, du komm, komm, komm. So. Zwei Bomben. Okay, noch ein letzter Kampfraum, bevor wir zum Boss kommen. Das ist gut. Machen wir so, bam. Haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hahaha, zwei Fliegen mit einer Bombe geschlagen, um genau zu sein, ne? Oh, ich bin heute wieder lustig. Vierer Larry. Das ist auch hart. Muss ich auch mit Verstärkung ranrücken. Bräuchte ich eigentlich, müsste ich eigentlich zu viert sein oder so. Auch. Oder zumindest zu dritt. Oh, das gibt es zweimal hier. Wupp. Spin the Black Circle. Das ist ein schönes Polar. Wenn wir hier einen Kreis malen, dann haben wir ein Pentagramm, was den anderen was den Gegnern Schaden macht. So, nach dem Motto, wer nichts weiß, malt einen Kreis. Das sind Gegner, die ungefähr nur unendlich lange brauchen und aber nichts Schweres können. Keine Ahnung, die machen mir so selten Schaden, aber dafür brauchen die einfach so unendlich lange zum getötet werden. Das ist einfach nur nervig. Okay, ich sollte nicht so viel Scheiße labern. Ich meine, es ist wahr, die brauchen wirklich lange und ich lasse mich eigentlich selten von denen treffen, aber wenn ich schon wieder so labere, dann werde ich natürlich getroffen. Das ist so dieser, ja, Vorführeffekt. Ich bin am Überlegen, ob ich mit dem Herbol ein bisschen arbeite. Aber nee, ich glaube nicht. Leider erwischt das Pentagramm keine fliegenden Gegner. Ah, ich werde das gleich schon noch demonstrieren können. So, wunderbar. Bam. Zwei Bomben. Die ganzen schönen Münzen. Und ich habe keinen Schlüssel. Wir versuchen mal was kurz. Das war schlecht. Das wollte ich eigentlich so anders machen. Nein. Okay. Ich brauche Fliegen. Ich brauche eine Flugfähigkeit. Also Fliegen kann ich natürlich auch gebrauchen, aber... So. Großer Raum. Da holen wir uns gleich wieder die Verstärkung dazu. Vor allem, weil wir sowieso schon wieder fast tot sind. Meine Nerven. Okay, wenn ich diesen Raum nicht total verkacke, dann sollte er eigentlich einfach sein. Weil ich nur drauf gucken muss, wo das Creep ist.
nach unten. Nein. Irgendwie, diesen Raum kriege ich nie umgeschaltet. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann versuchen wir es nochmal. Bis dahin wünsche ich alles Gute und ciao, ciao.